Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da und wollen jetzt doch glatt mal schauen, wo es hier denn so weitergeht. Okay, Laterne wollen wir nicht. Die hatten wir schon geplündert. Jetzt geht's also erstmal weiter Richtung der weiteren Gegner. Und ich hoffe, das geht nicht zu sehr in die Hose. Dü-dü-dü-dü-dü. Sie saufen Tag und Nacht. Und ich? Überall leere Flaschen. Ich arbeite Ihr arbeitet in der Schmiede. Warum brauchen Sie mich dazu? Wir verwenden Magie, keine Waffen. Scheiße! Ich wusste es. Oh. Begreift ihr es nicht? Ich gebiete den Arkanen Energie! Okay, sorry, ich war gerade ein bisschen still. Ich habe mich gerade sehr konzentriert. Aber das war irgendwie leichter als vorher. Vorhin habe ich doch voll die Probleme gehabt. Aber das ist auch Beschwörer und ich glaube der Feuermagier gewesen. Der Eisfredel war noch nicht da. Selbstverständlich gehen wir wieder auf Nummer sicher. Ich will ja nicht, dass das noch in die Hose geht hier. So, next. Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Alter, alles leere Flaschen. Mann, das sind ja übelste Säufer hier. Meine Güte. Nutzen Werkbank. Ich habe aber, glaube ich, keine Rohstoffe dabei, oder? Beschlagene Rüstung. Nein. Nein, ich kann nichts verbessern hier. Ich habe nichts dabei. Ich habe keine Rohstoffe dabei. Da ist noch einer von meinen Pfeilen. Alles leere Flaschen. Oh, hier sind Eisenbarren und Eisenerz. Und ein Buch über Schmiedekunst. Jawohl, läuft. Nehmen wir. Moment, das ist noch voll. Nee, leer, leer. Billigwein. Leer. Meine Güte. Voll die Saufziegen hier. Geht ja gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel die gesoffen haben, damit das so aussieht hier. Meine Güte. Sieht ja schlimmer aus wie nach einer Party bei mir. Alter. Okay. Also, hier war ich soweit. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Das ist ja schön, aber von hier geht's doch nicht da rein. Kommen wir vielleicht unten rum. Okay, jetzt erstmal kurz gucken. Von da kam ich. Da war ich auch so weit durch. Wir wollen ja nichts versäumen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So. Bogen schon mal wieder in Bereitschaft. Noch eine leere Weinflasche. Alter! Gott, das ist voll das Mega-Besäufnis hier gewesen! Ein Wunder, dass sie ihre Magie noch praktizieren können. Das sieht auch irgendwie verdächtig nach Eingang oder so aus. Alter, viel Beute werden wir hier aber nicht machen. Das ist ja alles leer. Wenn die alles, was sie besitzen, versoffen haben.
wird das, ja... Wird nicht viel zu holen sein bei den... Okay, ich höre mal gerade auf, hier rumzuschleichen. Denn... Sie haben doch noch nicht alles Geld versoffen. Guck mal an. Beistelltisch. Der große Krieg und... Ja, komm, das Buch nehmen wir einfach mal mit. Ich hätte jetzt gedacht, dass da auch noch irgendwie leere Pullen drin sind, im Schrank versteckt oder so. Oder noch ein paar volle in Reserve. Man weiß es ja nicht. Alter, das ist ganz schön großräumig hier. Das hat erst gar nicht so ausgesehen. Das hat erst gar nicht so groß ausgesehen hier. Kommt jetzt. Lassen wir die Spielchen. Oh. Nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. Oh, ich bin vereist. Ich bin langsam. Alter, was? Los! Wow, 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 wow. Alter, die gehen aber auch immer ab. 300 Sekunden lang regeneriert sich die Lebensenergie schneller. Das wollen wir auf jeden Fall. Ausdauer ist mir jetzt auch egal, was die Sachen wert sind. So. Das war ein sauberer Schuss. Ich glaube, geduckt gibt es auch ein bisschen Bonus oder so. Weiß ich nicht genau. Totenbeschwörer, Robe, ein Pfeil hätte ich auch gern wieder. Au. Da ist die Eismagierin. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, ja, 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 ja. Ich werde immer besser beim Schießen. Oh ja, bitte, 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 bitte. Sei ein bisschen buggy und beweg dich nicht groß. Wow, 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 wow. Heilt die sich auch noch? Alter, was ist das für ein Vieh? Na komm schon, geh drauf. Nein! Oh, die hat sich schon wieder geheilt! Alter, was ist das? Wow! Ja, endlich. Oh. Mann. Mann, 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 Mann. Speichern, speichern, speichern. Hilfe. Boah, ist die drauf. Alter, ich kann mich hier immer noch nicht bewegen. Wie krass, was die eingesteckt hat. Habe ich... Nee, ich... Oh. Bin ich immer noch vereist, oder? Ja, ich war noch vereist. Alter. Bewegungseinschränkung der Superlative hier. Meine Güte. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Okay, jetzt will ich aber auch erst... Nee, Trollschädel brauche ich nicht. Igitt. Das sieht ja fast aus wie ein Thron hier. Sehr krass. Das waren wahrscheinlich die beiden, die hier gesessen haben. Okay, nein, den Krug... Ach, den Krug wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, ja, da reingucken. Da ist nur Holzkohle drin. Das bringt mir herzlich wenig. Da, Truhe durchsuchen. Oh, Moment mal. Moment mal. Bebänderter Eisenschild des schwindenden Frost... Frostresistenz verstärkt. Brauche ich. Brauche ich auf jeden Fall. Viel Geld nehme ich auch.
Und ein verzauberter Streitkolb nehmen wir. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Kaiser... Moment mal. Orkischer Bogen? Nee, 18. Kaiserlicher Bogen ist auch schön. Das ist aber alles relativ wertvoll. Das ist auch voll wertvoll. Der auch. Nee, das ist meine Axt, die ich ja benutzt habe. Ich weiß nicht, warum die nicht verkauft ist, aber ich habe ja jetzt die Zwergenaxt. Die ist voll schwer und bringt mir nichts. Die schmeiße ich jetzt weg. Die ist auch nicht viel wert. Ich bin aber immer noch zu schwer. Das ist Käse. Ja, das beschlagene Rüstung. Die sind auch gut was wert. Feine Stiefel sind was. Boah, habe ich nur noch so wertvolles Zeug? Ah, wartet mal. Bebänderter 25, Gewicht 12. 23 Gewicht 12 und auch nicht so viel wert. Das kaiserliche Schild, das schmeiße ich auch noch weg. So. Da müsste jetzt in der Truhe müssten die zwei Sachen liegen, ja. Falls man irgendwer noch hier vorbeikommt, kann er sich noch ein bisschen daran gütlich tun. Das ist mir aber egal, das ist jetzt absolut nicht meins. Ich nehme das Zeug nicht mit. So, dann wollen wir hier mal kurz gucken, was wir... Der Absatz ist ein bisschen hoch. Wieder leere Weinflaschen. Da ist noch ein bisschen Gemüse. Bin ich hier irgendwo? Ah, ich bin gegen den Krug getreten. Ich dachte schon, hier ist noch irgendwer, der hier rumschleicht. Kann ja sein. Kann ja jederzeit passieren. Da sind noch ein paar Bücher. Das ist aber alles nicht so wertvoll hier. Den Zaubertrank nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Sack durchsuchen wir. Ne, Tomate ist jetzt nicht so wichtig. Okay, soweit. Soweit, so gut. Hier geht noch weiter. Hier geht es noch weiter. Momentchen. Fass. Salz nehmen wir mit. Fass. Nochmal Salz nehmen wir auch mit. Okay, Fallen kann ich hieran nicht erkennen. Adept, schließen wir auf. Oh. Da war er. Ja. Jawohl. Amethyst, Geld und eine Halskette für Blitzresistenz. Auch gut. Ja, so langsam wird das alles was. Okay, hier haben wir Novize. Oh, ups, das war sehr dumm. Bisschen weiter nach da. Jawohl. Alles klar. Ist auch offen. Gold, Granatstein. So, noch ein... Oh, ich habe hier Zauberbücher ohne Ende. Ich muss mal gucken. Alles, was ich noch nicht kann, werde ich lernen, werde ich lesen. Und die ich dann schon kann, die werden dann von mir verkauft. Nee. Moment. Der große Krieg. Waffenschmied habe ich auch schon gelesen. Gefangenenplan. Giftrezept. Lähmung. Lesen. Dornenherz und noch was. Sumpfpilzschote. Ein Gift der Lähmung. Okay. Wir haben also ein Rezept jetzt kennengelernt. Kultistenbefehle. Kurze Notiz. Notiz. Das hatten wir alles. So, hier jetzt. Feuerrune. Lernen. Heilung. Haben wir? Du kennst bereits Heilung. Genau, das können wir also verkaufen oder uns in den Schrank stellen oder sonst was. Kerzenschein kennen wir auch. Zombie-Erwecken ist neu. Jawohl. So, alles, was wir nicht kennen, lernen wir. Sehr gut. Okidoki. So, dann haben wir das auch fertig. Dann geht's hier weiter. Hier ist schon wieder so ein... Ich weiß nicht, ob das Fallen sind oder was. Alter, das ist aber echt viel weitläufiger hier, als ich dachte. Ah, ja. Ich habe auch so eine Ahnung, was... Für was das der Auslöser war. Alles klar. Was? Das ist nicht euer verdammter Ernst! Das ist doch nicht euer verdammter Ernst!
Ja, so kann man es auch machen. Deshalb liebe ich Fallen, weil man möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber meistens erkenne ich die Fallen. Ich weiß auch nicht warum, mal ein bisschen Glück gehabt. Meistens erkenne ich die Fallen und wenn ich dann vor irgendwem fliehe, schön über den Auslöser renne, patsch, kriegt der die Falle in die Fresse. Voll gut. Voll gut. So, was haben wir da? Da ist ein Buch, nicht so wichtig, nicht so wichtig. Ja, alles billige Bücher. Ja, da ist der Pfeil. Aber Mann, ich hatte so gut gezielt. Aber der schießt halt in so einem kleinen Bogen. Das hätte ich berücksichtigen müssen bei der kurzen Distanz. Verdammt. Okay, Moment, da geht's weiter. Jetzt will ich erstmal gerade gucken. Ich will hier nicht durcheinander kommen und irgendwas vergessen hinterher. Ach, seht mal, hier ist... ja. Okay. Also hinten geht's weiter. Hier ist erstmal nur... Oh, Gott sei Dank lag die am Bett. Im Bett, was auch immer. Sonst hätte das wieder voll in die Hose gehen können. Ist zwar gemein. Ich meine, ne, wer tötet, eine arme Frau, die gerade am Aufstehen ist. Aber die hätte mich angegriffen. Ich weiß das. Ihre komischen Kumpadres hier haben mich ja auch alle angegriffen und wollten mich umlegen. Die haben hier viele Bücher. Das ist eigentlich voll schön. Jämmerlich. Alter, sieht die mich durch die Wand? Wartet mal. Ein paar der Bücher finde ich echt hübsch, so für ein Regal oder so. Ich möchte die... für zu Hause bitte mitnehmen. Solange es mein Gewicht noch zulässt. Also... wenn es zu schwer wird, schmeiße ich die auch wieder raus. Ja, wenn es zu schwer wird... Es ist schon soweit. Es ist schon soweit. Ich bin schon wieder langsamer. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Was? Okay, Moment. Bevor ich jetzt hier was, das wieder weglege, muss ich mein Gewicht reduzieren. Ich habe doch zu viele Bücher dabei. Jetzt will ich mal gerade gucken, haben wir hier irgendwas Sinnfreies, was weg kann und nicht viel wert ist. Zum Beispiel ein Krug, ja. Keine Ahnung, die leere Weinflasche. Leere Weinflaschen, das ist ja alles überhaupt nichts wert. Ach, der Lehm, ich habe den ganzen Lehm dabei. Komm, den packe ich hier rein. Zack, und schon haben wir richtig Platz. Ich hatte den Lehm ja dabei. Jämmerlich. Okay, das war nur eine Beschwörerin, die war jetzt nicht so schlimm. Die hatte ihren Beschwörungshund, den habe ich gleich erledigt und ja, das ging. Das ging, okay. Wir haben wieder einige geschafft. Ich muss... Es ist gerade echt... Es ist gefährlich hier. Ich bin einfach super vorsichtig. Tut mir leid. So. Okay, dann können wir hier ja jetzt weiter. Da ist noch eine Tür und... da geht's wieder hoch. Oh, Leute. Das ist voll verwinkelt hier. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Schrein. Nee, möchte ich nicht aktivieren. Zaubertrank der flüchtigen Unsichtbarkeit. Wie cool ist das denn? Nehmen wir. Das Gold nehmen wir auch. Und die hat ihren Wein noch nicht ausgetrunken. Die war nüchtern. Okay. Lederstreifen. Lederstreifen nehmen wir auf jeden Fall mit. Beistelltisch durchsuchen. Das ist ein hässliches Buch. Holzschale und so brauchen wir auch nicht. Wie sieht's damit aus? Hier. Na komm, so. Zack. Tür offen. Was war das? Alter, nicht schon wieder. Das ist doch nicht euer Ernst. Au, 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 au.
Heiß, heiß, heiß! Ich werde euch brennen sehen. Nein, wirst du nicht. Oh. Au, wird er doch! Aua! Ah, wenigstens habe ich ihn erwischt. Oh, holla! Au, 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 hei, ha! Ha! Heiß! 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 Ah, au! Der hat wieder ganz gut Aua getan. So, meinen Bogen wieder. Und da hinten geht's auch noch weit. Alter, das ist verwinkelt hier und, viel los. Warte mal. Schutzgeistbeschwörung nehmen wir. Nehmen wir. Unsere Pfeile nehmen wir natürlich auch wieder mit. Aktivieren Hebel. Moment, ich gucke mich erstmal ein bisschen weiter um. Da war ein Lähmungsgift, auch sehr cool. Eine Truhe. Oh, Feuerresistenz. Alter, ich muss mich, glaube ich, gleich mal umziehen. Oh, voll die guten Sachen. Moment, ich muss mal gerade hier, solange ich hier gegen die kämpfe, Bekleidung. So, also, das ist ganz nett für die Preise. Deshalb ist das in den Favoriten, das brauche ich jetzt aber so nicht. Moment, das nehmen wir weg. Das zu den Favoriten hinzufügen. Frostresistenz am Schild, top. So, Halskette für Blitzresistenz, die legen wir hier drinnen an. Moment. Nero, Magierrobe lege ich jetzt nicht an. Stiefel der Feuerresistenz. Rüstung 20. Meine kaiserlichen Stiefel haben sowieso nur 17. Dann ziehe ich die sowieso mal an. Und noch eine Totenbeschwörerrobe. Okay, also ich habe jetzt wahrscheinlich einiges mehr an Resistenzen. Das ist eine gute Sache. Speichern. So. Sehr, sehr gut. Boah, hat er echt Gefangene hier durch das Loch gegrillt? Was für ein Mistkerl. Hat er echt mit seiner Magie die Leute hier... Boah, wie krass. Boah, wie übel. Alter. Ich meine, hier bei den verbrannten Leichen zu sein, finde ich echt ultra eklig. Ich will hier wieder raus. Aber meine Güte, wie übel. Eingesperrt und dann steht der Feuerzauberer davor und ist die am Grillen. Boah, was für ein mieses... Oh. Was für ein Assi. Meine Güte. Was haben wir hier? Geldbeutel. Geldbeutel nehmen wir immer. Geld nehmen wir immer mit. Das sind auch noch ein paar hübsche Bücher. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist nur Deko. Es ist nur Deko, aber solange wir es tragen können, möchte ich es halt mitnehmen. Ich finde es schön, ein paar Bücher zu Hause in den Schrank zu legen. Wenn wir den Platz wieder brauchen, packen wir sie wieder weg. So, ich weiß, ich speichere gerade so viel, aber... Leute, ich bin, ich gehe gerade echt auf Nummer sicher. Das ist, oh. Okay. Das könnte die Holztür und der Türriegel sein. Ja, alles klar. Okay, war doch nicht ganz so verwinkelt, war nicht so schlimm. Wir sind wieder raus. Ja, schön. Also das hat sich gelohnt. Wir haben fette Beute gemacht. Dann gehen wir jetzt mal gerade wieder raus nach Himmelsrand. Und ich würde sagen, wir unterbrechen wieder für das Verkaufen unsere Reise nach Windhelm. Ich weiß, wir kommen kaum voran. Aber wie ich schon mal gesagt habe, es ist nun mal in Skyrim so, dass das Wichtigste... Ach so, das war schon leer, da war ich schon überall, okay. Viel, viel toller bei dem Spiel.
Achso, ja. Viel, viel toller bei dem Spiel als die Hauptmission ist wirklich auf der Karte immer was Neues zu entdecken und hier rumzuschleichen und Nebenquests zu machen und so. Das ist genauso wichtig bei dem Spiel hier. Das ist echt... Ah, ja. So, aber wir wollten jetzt gucken, Karte. Gucken, Karte. Da, Morvunskar, da waren wir jetzt. Abgeschlossen. Da müssen wir... entfernen. Da müssen wir jetzt nicht mehr rein. Da können wir demnächst wieder hin zurückreisen. Und jetzt möchte ich erstmal wieder nach Weißlauf ein paar Sachen verkaufen. Ein paar Sachen wie die Bücher zum Beispiel, ne? Damit ihr Ruhe gebt und wir natürlich auch wieder hier die, den Platz frei haben, werden die zu Hause schön ins Bücherregal geschmissen. Erstmal in eine Truhe oder so und fertig. So, ja, ich bin hier, also stecken wir den Bogen weg. Das wäre sonst ein bisschen frech. Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was ist die Dämmerwacht? Ja, finde ich gut, die Frage. Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Klingt gut. Ich habe eh so ein Anti-Vampir-Missions-Ding von den Gefährten. Vampire töten. Wo kann ich unterschreiben? Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gehört, gemerkt, gedings. Tut mir leid, ich habe kein Interesse. Ja, wollen wir... Ne, wir haben uns jetzt den Gefährten angeschlossen, ne? Ich glaube, wir warten erstmal. Vielleicht kann man das später nochmal machen. Das sagen sie alle. Hä? Bis ihre Kehlen von einer Bande hungriger Vampire zerfetzt werden. Ja, ja. Wenn ihr eure Meinung ändert und in den Kampf ziehen wollt, bevor es zu spät ist, redet mit Isran auf Festung Dämmerwacht. Südöstlich von Rifthorn. Gut. Das ist nett von ihm. Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Wir haben also... Vampire. So. Wir haben also rausgefunden, wo wir uns einschreiben können. Gehört, dass sollten die Dämmerwacht zurück ins Leben wir das nachher haben. Noch tun. Hä? Vampirjäger hey! Oder so. Alter, was machst du bei mir zu Hause? Verschwinde! In der Nähe von Rifthorn. Ja, quatsch nicht so viel raus hier. Da rennt der mir nach in mein Haus? Das ist doch wohl nicht wahr. So, Bücherregal. Hier werden Bücher abgelegt. Gelle, passt mal auf. So. Ablegen, ablegen, ablegen. Ja, ja, ja. Das ist des Waffenschmieds. Achso, das haben wir gelernt. Das könnten wir verkaufen. So, so. Nein. Ja. Nein. Ja. Den Band auch. Achso, ich kann nicht so viel. Okay, das ist jetzt voll. Zack. Tada. So, und dann können wir unten nämlich auch nochmal Bücher, falls wir hier noch welche haben. Ja, wir haben noch. Die wollten wir verkaufen, weil wir die schon gelernt hatten. Ach nee, das hatte ich noch neu gefunden. Die beiden wollten wir verkaufen. So, und das kann da noch hin. Und das. Und... das können wir auch noch verkaufen. So. Und ich finde, das sind nämlich hübsche Bücher. So, und das andere wird dann auch noch voll gemacht und dann sieht das schick aus. Vielleicht kann man die sogar noch später ein bisschen sortieren, dass man die großen hier am Anfang stellt oder nach hinten. Aber das machen wir jetzt nicht, das frisst zu viel Zeit. So, dann möchte ich kurz nochmal gucken in meine Truhe, was wir vielleicht noch hier lassen müssen. Genau, Weinchen und so möchte ich dann erstmal auch hier lassen. Hier hatten wir gesagt, wir haben im Moment noch kein Geldproblem, also wollen wir das Zeug und sowas hier erstmal noch zu Hause lassen, weil wir damit vielleicht noch schmieden wollen später. Seelenstein, stimmt, da wollten wir die kleinen wollten wir verkaufen. Nur die großen wollten wir später nehmen. Die Schale verkaufen wir. Silbererz, die Felle und so wollten wir auch erstmal noch behalten. Die winzigen wollten wir auch verkaufen. Okay. Bücher, Befehle der Wache.
Ich weiß nicht, ich... Die Notizen hebe ich mal erstmal auf, die wiegen ja alle nix. Essen. Ja, also die Weinchen, die bleiben erstmal noch hier. Oh, teurer Altowein auch. Butter, Fasanenbrust. Zack, zack, zack. Das Ding. Horkerfleisch. Karotte. Ein Topf ist schon was Fertiges. Lachsbraten auch. Die fertigen Sachen, die nehme ich mal mit. Da kann man ja jederzeit vielleicht auch mal sich einen von reinziehen. Das sind frisch gejagte Sachen. Die Äpfel bleiben auch erstmal hier. Der Wein auch. Und der Wein. Und der Ziegenkäse. Und das. So. Zaubertränke. Da kann ich die meisten von verkaufen. Und wie wir gesehen haben, die Lebensenergietränke sollte ich vielleicht sogar mitnehmen. Das wäre keine dumme Sache. So, Bekleidung. Feine Stiefel. Lassen wir erstmal auch hier. Vielleicht können wir mal irgendwie uns noch ein Ziviloutfit zusammenstellen. Den Kram verkaufen wir alle. Ja, das verkaufen wir. So, Waffen. Kaiserlicher Bogen. Der ist ganz schick. Vielleicht können wir den irgendwann mal ein bisschen schön an einen Deko-Bereich platzieren. Orkischer Streitkolben des Entleerens. Absorbiert ein bisschen Ausdauerpunkte. Ne, ich glaube, den möchte ich verkaufen. Der ist recht gut Geld wert. Zauberstab Schaden 0. Der ist also wirklich nur zum Zaubern. Ne, der kommt auch weg. Ja, okay. Gut, der Rest wird vertickert. Ja, ja. Die könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen. Gut, ich gehe jetzt erst noch was verkaufen. Und wenn ich alles verkauft habe, dann komme ich nochmal kurz zurück. Und dann nehmen wir die mal mit auf unsere Tour. Vielleicht, wenn wir einen Bogen haben oder so, vielleicht kann die dann die Leute ein bisschen aufhalten oder so. Das ist bestimmt eine coole Sache. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Bevor ich jetzt verkaufen gehe, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und bis dann. Tschüss.